am Film, voll konzentriert, ja? Und dann sowas hier. Das war wirklich die perfekte Welle. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Morgen, Mahlzeit. Ja, wir sind ja gestern an diesem Campingplatz Los Esculos angekommen. Danke, Schatz. Der ist so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, der ist im Naturpark Cabo di Gata in Niar oder so, ne? Naturalpark. Ja. Ja. Also, Gegend Supi. Ja. Im Hintergrund Berge. Und da vorne, vielleicht zeigst du das mal, zwei Vulkane. Ehemalige Vulkane. Ist schon mega, ne? Also die Gegend hier ist der Hammer. Ja. Das ist der Hammer. Jetzt sind wir gerade mal ein bisschen hier rumgelaufen. Wir waren gestern schon mal hier, schnell mal gucken, ans Meer gegangen. Mhm. Ja, bin nass geworden, habt ihr ja auch gesehen. Oder zeige ich vielleicht noch, muss ich mal gucken, wie peinlich das ist. Da kam eine Welle, die haben wir unterschätzt. Ich habe die gar nicht gesehen, aber ist auch nicht schlimm, weil ich wollte hier geile Bilder machen für euch. So, egal, kannst du mal sehen, weil ich hier keine Mühen und Anstrengungen gescheut habe. Naja gut, auf jeden Fall, der Campingplatz selber ist auch sehr schön eigentlich. Ja, ja. Da reden wir später nochmal drüber, glaube ich. Mhm. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die alte Burgruine. Was ist? Castello San Filippo. Filippo, genau. Für Carlos dem Dritten oder durch Carlos dem Dritten errichtet. Quasi. Wer auch immer das war und wann auch immer das war. Jetzt kommen, glaube ich, nochmal schöne Klippen. Ja, so zerklüftete Klippen. Relativ raues Meer, der Wind, naja, geht so. Gucken. Ja, ansonsten schön hier. Langsam lahm. Oh. Trotzdem ist es schön hier. Schön hier, ja, das stimmt. Allerdings. So, wir wandern jetzt mal ein bisschen weiter. Heute ist Wandertag. Genau. Ne? Thank you.
schon der Hammer hier, ne? Schön hier. Bisschen windig vielleicht. Aber. Ist halt Winter, ne? Hammer. Ja. Echt schön. Hat sich gelohnt, wie laut so ein Meer sein kann, ne? Ja. Ja, Mensch, ist unfassbar schön hier. Ja. Hä? Ja, unbedingt. Muss man machen. Ja, hat sich gelohnt. Ja. Definitiv. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wohin? Nein. Ja. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Und werden uns mal einen schönen Käffchen gönnen. Hat so ein bisschen was von Lanzarote? Ja, so dieser schwarze Sand hier. Ist das da? Lanzarote, schwarzer Sand? War da noch nie. Ich auch nicht. Haben den Stellplatz da? Stimmt. Nee, ist einfach unfassbar schön. Karg und schön. Das ist so der Punkt irgendwie, ne? Dieses Karge, oder? Ja. Total frei alles, nichts überlaufen, ne? Ja, okay. Nicht daran, stehen. Dass wir im Winter sind, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das hier im Sommer schon voll ist. Hier ist ein Hotel, der Campingplatz. Also. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt nicht? Nee. Ja, ist jetzt ein bisschen windig, das ist schon richtig. Aber, ey, guck dir doch mal an. Das ist doch ein Träumchen. Das ist doch ewig geil. Ja. Guck mal. Auch da hinten dann so die Berge im Hintergrund, ne? Ja. So, ich trinke mal einen Kaffee und träume weiter. Genau. Bis später. So, das Bildchen da hinten im Hintergrund ist übrigens der Campingplatz. Kann man das sehen? Ja, so eingebettet im Bergischen, sagt man das so? So ein Naturalpark. Ja, im Naturpark. Park den Natural. Aber der Weg zum Strand ist. Boah, wie lange läuft man? Weiß ich nicht. 20 Minuten oder was? So lange läuft's nicht. Viertelstunde. Ja. Aber ist schön zu laufen. Durch die Natur. Ja. Gerader Weg, geschottert. Kann man machen. So sieht der Weg aus. Also, kannst du vernünftig laufen, kein Problem. So, wir sind ja hier auf dem Campingplatz Los Esculos. Los Esculos. Culos, ja. So nämlich. Ja, genau. Und das ist eigentlich wirklich ein schöner Platz hier, muss man sagen. Ja. Ich hatte am Anfang den Eindruck, als wir den ausgesucht haben, also ich habe mal bei Google Maps da geguckt, da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Naja, aber Frau Smiller, Gespür für Campingplätze. Hat uns nicht im Stich gelassen. Nein, das ist wirklich schön. Ja. So von den Parzellen her ist sehr schön. Der ist schattiert, da habt ihr alles schon gesehen. So die Straßen, alles sehr großzügig. Man kommt hier auch ganz gut um die Ecken. Wir sind ja seit gestern hier. Ja. Ist das richtig, Schatz? Das ist richtig. An der Rezeption sehr freundlich. Hat jetzt Deutsch mit mir gesprochen oder Englisch? Ich weiß das gar nicht. Also hier steht alles auch oft in Deutsch, Spanisch, Englisch. Ja. Speisekarte komplett in Deutsch und Spanisch. Englisch weiß ich jetzt gar nicht. Wobei auch wiederum hier, es sind zurzeit viele Engländer hier unterwegs. Ne? Ja, das ist ja jetzt nicht schlimm, die dürfen ja auch. Und es sind hier sehr viele Hunde. Ich meine, okay, das ist auch hier für Hunde ein Paradies. Drumherum das ganze Laufen ist natürlich für Hunde sehr schön.
Ja, ist sehr weitläufig. Ne? Ja, und dann dieses Naturschutzgebiet hier. Ja. Alles tiptop. Traumhaft. Der Strand, ja, ist jetzt kein mega big weißer Schnee, Sandstrand. Aber das hängt wahrscheinlich mit den ehemaligen Vulkanen zusammen, die wir hier haben. Ne? Die zwei Berge, die wir euch da gezeigt haben. Die Berge sind Vulkane. Also es sind ehemalige Vulkane. Ich stand noch nie so nah am Vulkan übrigens. Also tippitopp. Nein, das ist alles ganz gut. Die sanitären Anlagen sind jetzt ein bisschen, naja. Semi-optimal, ja. Also, ist jetzt nicht kein Schrott, ne? Also, das kann man nicht sagen. Also, man darf da jetzt nicht so empfindlich sein. Habt ihr gesehen, da liefen aber noch ein paar Leute rum. Jetzt habe ich nicht so viele Aufnahmen gemacht. Aber das Wesentliche, glaube ich, kann man sehen. Geht, da ist nicht die Frage, um Gottes Willen. Geht. Warm, okay, kalt, Wasser, definitiv. Alles gut. Wir waren da jetzt allerdings nicht duschen, ich war da nur auf Toilette. Ja. Die Spülung ging. Eigentlich wollte ich heute nur duschen, aber ich habe mich dazu entschlossen, morgen auf dem Imperium. Alicante Imperium. Genau, wir fahren morgen nämlich morgen. Das war das Handy. Wir fahren morgen wieder Richtung Norden. Ja, Richtung Heimat, wie auch immer. Ja, schon mal wieder ein Stückchen zurück. Ja. Auf dem Platz, wo wir eigentlich schon mal auch drauf wollten, der da aber voll war. Jetzt haben wir heute angerufen und der hat jetzt morgen einen Stellplatz für uns frei für 2 Tage. So, und dann gucken wir weiter. Da fahren wir jetzt morgen hin. Das ist auch so ein ziemlich neuer Platz. Ja, ich glaube, die auch 4 oder 5 Sterne oder ja, irgendwie sowas. Der ist erst seit 2017 ein ganz neuer Platz und ja, aber in Villa Joyosa. Das ist der Ort, ne? Das ist der Ort, genau. Aber das ist, wir lassen uns ja komplett sowieso immer überraschen, das wisst ihr ja. Und auch so dieses Mal. Genau. Mal schauen. Ja. Skoll, mein Glas ist leer. Also wenn Kappes ist, hauen wir wieder ab. Wie gehabt, fertig. Naja, wir haben jetzt erstmal reserviert und das ist auch wirklich, glaube ich, ja, der Content in diesem Video. Ganz wichtig. Stellplätze bzw. Campingplätze reservieren. Das ist hier rappevoll. Genau. Das ist die Hölle. Also je weiter man im Süden kommt, also hier um Alicante, also, Almeria herum, grob Richtung gesagt, Malaga soll das schon wieder, habe ich gehört, ja, soll es wieder nicht ganz so schlimm sein. Aber hier die Ecke ist also wirklich ziemlich voll, die Plätze. Ja, und beziehungsweise komplett voll. Von der AxiCard ist jetzt hier auch nicht jeder Platz oder nicht so viele Plätze vom Akzeptanzzeitraum, glaube ich. Ne? Ja, 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 weil hier auch andere zu haben. Ne? Man kann ja auch andere nehmen, das ist jetzt nicht so schlimm. Nein, aber man kann da vorher anrufen und nachhören. Also mit Englisch kommt man eigentlich immer weiter. Oder Spanisch. Spanisch oder auch. Spanisch, okay. Spanisch geht auch. Ja, Spanisch habe ich noch nicht probiert. Um deinen Witz aufzunehmen, aufzufangen von der Hinfahrt hier. Orangen und Zitrusfrüchte in Spanien, schon komisch. Spanisch hier in, auch ungewöhnlich in Spanien, ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Sollte ein Witz sein. Ich bin der Mann. Ja, war ja, ich habe mich köstlich amüsiert. Haben wir uns mal totgelacht, hahaha. Ha, ha. Ja, natürlich. Nein, ansonsten, ich glaube, man kann sagen, uns geht's gut, jo, soweit. Kann man nicht anders wir haben sagen, auch den Sturm gut überstanden. Ich habe jetzt vorhin Nachrichten nochmal gelesen. Mallorca hat da so, oder Mallorca, hat da wohl eine Riesenwelle erwischt. Ja, bei uns war es auch ordentlich stürmisch, ja, ordentlich schlecht ordentlich, Wetter, muss also ich schon das, sagen. Aber gut. Das war jetzt 3 Tage. Das geht. Viele Nachrichten haben uns erreicht. Danke an dieser Stelle nochmal. Ja. An unsere lieben YouTuber bzw. Community Follower. Ach, wie nennt man die denn? Abonnenten, danke. Haben viele nachgefragt, ob es uns gut geht. Da war wohl schon im Vorfeld klar, dass hier ein Sturm kommt. Wir wussten es nicht. Vogelfrei. Aber danke erstmal. Uns geht's gut, tatsächlich. Und ich
hatte vorhin schon jemanden geschrieben, wir hatten jetzt hier über mehrere Tage eine kostenlose Feuchtigkeitsprüfung. Ja. Das Geld, die 120 Euro, haben wir uns gespart. Das stimmt wohl. Ist alles dicht. Alles dicht, alles wunderbar. Alles dicht. Da war schon heftig, kann man schon sagen. Ja. Ne? Man hat das vielleicht auf den Videos nicht ganz so gesehen, aber stark Regen, Hagel, Schnee hatten wir auch. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf den Videos. Da haben wir auf jeden Fall was aufgenommen. War der Sturm die eine Nacht, weil das hat immer dann so diese Böen zwischendurch. Das war so laut. Irgendwie wollten wir eigentlich nur über den Campingplatz ein bisschen sprechen. Aber jetzt gerade machen wir Laberstunde. Muss auch mal sein. Egal. Wir haben das Bedürfnis, mit euch zu kommunizieren. So. Nun gibt auch mal Antwort. Passiert hier nichts. So ein Livestream könnte man mal machen. Ein Livestream. So, Frage an die Gemeinschaft. Wer ist für Livestream? Oder wenn ihr die Idee eines Livestreams gut fänden würdet. Ich kenne ja nicht so Deutsch so gut. Ja, aber das Problem ist ja dann mit der Übertragung. Jetzt geht es ja erstmal um das Grundsätzliche. Dann würde ich sagen, liked dieses Video, dann weiß ich, dass, oder wenn ganz viel geliked wurde, mit ganz viel meine ich Tausende, merkt man mit Alkohol, meine ich mehr als 5. Nein. Wenn überdurchschnittlich viel geliked wurde, dann weiß ich, ihr wollt das. Dann können wir mal darüber diskutieren, ob wir das machen. Vielleicht so wie der Typ von den Beatles, der mit Yoko Ono da im Bett mit dem weißen T-Shirt oder so. Wir legen uns ins Bett oder was? Weißen Hemd. Ja. Mit so einem weißen Hemdchen im Bett. So, spielen noch ein bisschen Gitarre, Lagerfeuer. Boah, ihr habt doch einen Sonnenstich oder was? Der Chesterkind kriegt keinen Wodka mehr. Der ist sowieso bald leer. Dann müssen wir einen neuen kaufen. Aber ich sehe auch ein Vögelchen da drauf. Nein. Nochmal zurück vielleicht zum Ursprung des Campingplatzes. Ja. Empfehlenswert. Punkt. So können wir es. So kriegt einen Daumen hoch. Ja. Ja. So, wir machen aber heute Abend noch ein bisschen. Hotel. Boah, wo bin ich denn? Das Restaurant. Ja. Wir waren gestern Abend im Restaurant. Ja. Das möchte ich noch kurz erwähnen. Er hat sich hinterher entschuldigt. Okay, gab es auch einen schönen Zitronenschnäpschen. So doll war der nicht. Aber ich fand ihn lecker. Gut, dann war der klasse. Aber der war wohl alleine. Und die Hütte war voll. Ja. War ja klar, wenn alle Plätze belegt sind, ist auch die Bar belegt. So, und der hatte Bar und Service. Und Supermarkt. Und der Supermarkt, der hat ja bis 21 Uhr hier geöffnet. Dementsprechend musste er zwischendurch oder nochmal da nochmal kassieren. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Entschuldigung. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Was ich noch sagen wollte, ist No Dogs. Hunde nicht erlaubt. Genau. So, wir hatten zwar vorher, oder Christine hatte vorher gefragt, da war das wohl anscheinend klar, dass der Hund mit rein darf. Dann sind wir noch prompt mit dem Hund rein und dann hieß es, nein, doch kein Hund, okay. Dann haben wir den Hund wieder zurückgebracht und haben dann eine Pizza gegessen. Die war sehr lecker. Ja. War sehr gut. Wie gesagt, hat alles ein bisschen gedauert, aber nur als Information, das wollte ich ursprünglich sagen, keine Hunde im Restaurant. Hatten wir aber auch letztens auch schon gehabt, ne? In einem anderen Restaurant. Ich weiß nicht. War ich dabei? Irgendwo. Hier in Spanien? Ja. Auf dann dem letzten dabei. Stellplatz oder vorletzten. Irgendwo, da durften wir auch nicht mit Hund rein. Also hier ist halt anscheinend mit den Hunden im Restaurant ein bisschen schwieriger. Ja, wenn man es weiß, ist ja okay. Wir waren jetzt nur vom falschen Standpunkt aus losgezogen. Ja. Aber ist ja nicht tragisch. Der Hund bleibt ja ordnungsgemäß zurück. ja, das wollte ich ursprünglich noch gesagt haben. Diese Nacht gönnen wir uns hier noch. Genau. Machen wir erstmal gleich lecker Schmackofatz. Ja, Bratwurst. Eigentlich Currywurst. Die Currywurst und dann haben wir so ein paar Salate dazu. Ich lade immer noch ein Video hoch übrigens. Das erste. 68% WLAN läuft. Also kann hier dauern, bis ihr das hier seht. Das könnte dann schon mal Februar werden. Kann sein. Aber ich muss mal gucken. Irgendwas muss ich mir da grundsätzlich mal einfallen lassen. Ich hätte die Karte in Frankreich, diese Free Card.
die hätte ich mir kaufen sollen. 50 GB auf die Karte drauf und 25 GB sollen wohl auch davon noch in Spanien gelten. So munkelt man, aber gut, habe ich nicht, fertig. Nicht über ungelegte Eier reden. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt sauber, mach's gut. Ne? Wir sehen uns morgen früh, wenn wir wieder abzischen hier. Wir sehen uns morgen, genau. Wieder nüchtern. Wieso nüchtern? Hallo. Ein Glas. Und dann hier noch so ein Finkennäpfchen hier, das ist ja nix. Ne? Ich hab noch was. Ja, trinkst du diese warme Plörre da. Kein Eiswürfel. Doch, wir hätten. Aber wir haben auch kein Schnäpschen hier. Weil er nicht eingepackt hat. Da war nur noch so viel drin. Und du weißt, wir wollten es. Ja, wir wollten es bezüglich des, ja, zum einen das und wegen des Gewichtes haben wir auch nicht so viel Vorräte mitgenommen diesmal. Ich glaube, wir sind mit 1500 Kilo Leergewicht los. Ne, Vollgewicht. Wir haben 1500. Wir haben abgespeckt. Wir haben Luft auf den Reifen. Ne, jetzt komme ich ins Labern. Nein. Nochmal. Wir sehen uns morgen, würde ich sagen. Genau. In neuer Frische. Wir machen hier jetzt auch nichts mehr heute. Lassen den Tag ausklingen. Wir waren ja heute am Strand schön. Haben ein paar Deutsche noch getroffen. Eine Deutsche getroffen. Die ist aber schon seit November unterwegs. Kam gerade aus Malaga. Hat mir auch wieder ein bisschen gereizt. So, alles klar, gute Nacht. Bis morgen. Du musst es auch gute Nacht sagen. Gute Nacht. John Boy.